Das ist der Versuch, mal alle Lokomotiven per Video aufzunehmen. Und die Kennzeichen oder Kennzahlen zu filmen, damit man sehen kann, um welche Lok es sich handelt. Ich kann auch noch zusätzlich diese Zahlen nennen, soweit ich sie lesen kann, aber ich denke, das wird mit dem Zoom schon funktionieren. Also hier lese ich 050 082-7. Das ist eine Märklin-Lok. Und die lasse ich jetzt auch mal eine Runde drehen. Ja, das habe ich jetzt nicht so toll gemacht. Da stehen die ganzen anderen Loks davor oder Eisenbahnwaggons mit Loks. Das finde ich blöde von mir. Diese Lok 050 062-7 lasse ich nochmal eine Runde drehen. Also das kann ja 06 oder auch 08 heißen. Ich habe das mal mit einer Lupe versucht. Ich kann es nicht genau erkennen. Ein Fachmann wird das aber wissen, was das für, ob das überhaupt 06 gibt oder 08 gibt. Die werden das schon erkennen, die Fachleute. So, lasse ich nochmal eine Runde laufen. Und was ich gerade festgestellt habe, das ist eine 8, denn vorne auf der Lok, also eigentlich gar nicht zu übersehen, ist diese ganze Seriennummer nochmal abgedruckt oder zu sehen. Und da ist auch deutlich zu erkennen, dass es sich um eine 8 handelt. So, ich denke, hier sieht man die Nummer ganz deutlich, die Registrierungsnummer. Da gibt es bestimmt einen Spezialausdruck für, aber den kenne ich gar nicht. Also 050 082-7, so jedenfalls nennt sich diese Lok.
So, noch mal eine letzte Runde hier für diese Lok, die ich eben aufgenommen habe. Und dann kommt die nächste dran. Das ist die Lokomotive mit der Bezeichnung 01097. Gehe mal ein bisschen näher ran, dass man diese Seriennummer erkennt. So müsste es passen. 01097, jawohl. So, diese Lok soll jetzt auch mal mit Anhänger ein, zwei Runden drehen. Wenn es dann klappt. Tut sich etwas schwer, aber langsam. Langsam aber sicher. So, jetzt habe ich mal die Kamera auf Verdacht sogar ausgerichtet. Mal sehen, ob das passt. Ah, geht so. Möchte ich auch mal so von vorne sehen. So, jetzt gehe ich dann zur nächsten über, sonst dauert das ja alles ewig. Die nächste Lokomotive, also das fällt mir hier allerdings äußerst schwer zu erkennen, was das für eine Nummer ist. Ich nehme an, wenn man die auf dem großen Display sieht, dann kann man die erkennen. So würde ich mal sagen, die obere Zahl 3027, unten 446. 7-0, halt wie beim Augenarzt, ja. Aber mehr erkenne ich nicht. Jetzt will ich die Lockdown nicht runternehmen. Zuerst mal mit dem Vergrößerungsglas versuchen, dass ich da was aufgenommen kriege. So, ich nehme mal kompakt hier auf. Und dann soll die auch mal so ein paar Ründchen laufen.
Das hier war vermutlich mal eine Oberleitungsbahn. Kann ich auch nicht genau sagen, nur sieht aus, als ob auf dem Dach da irgendwas mal gewesen wäre. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich gar nicht darauf geachtet, wo denn diese Betriebsnummern sind, aber sowas gibt es garantiert auch. Aber wo? Kann ich ja gleich nochmal nachsehen. Lass die jetzt erstmal gleich eine Runde laufen. Das ist irgendwie so eine komplette Einheit im Grunde genommen. Mit ein paar schönen Anhängern dabei. So. Erstmal eine Runde drehen. Und diese Bahn verschwindet hier irgendwie unterirdisch. Müsste hier rauskommen. Das ist auch. Ein bisschen schwach eingestellt. Und wir da unten drunter stehen bleibt. So, dann ist hier mir Dampf gegeben. Ich versuche da mal mit so einer Lupe hier diese Seriennummer oder wie man das heißt zu entziffern. Weiß nicht, ob mir das gelingt. Ah, irgendwas steht da, aber was? Oh oh. Meine, ich lese ja 113. Strich 7. Vielleicht. Ich würde nicht drauf wetten. Da vorne ist auch noch was. Aber es ist schon so abgegriffen. Kann ich so nicht lesen. Vielleicht kann man das ja, wenn das auf dem großen Display gezeigt wird, eher entziffern. Also ich sehe es nicht so richtig. Guck mal nochmal hier vorne. Weiß ich nicht. Also mit 113 könnte stimmen, aber so genau sehe ich das nicht. Und jetzt wollen wir erstmal die nächste in Angriff nehmen, die auf der unteren Ebene fährt. Ja, wer jetzt meint, ich wüsste die Seriennummer, nein. Ich lasse sie mal eine Runde fahren und dann
werde ich nochmal nachsehen, da muss ich mal von den Gleisen hochhefen. So habe ich da keine Chance. Selbst mit einer Lupe, die habe ich also hier. An der Seite. Aber entweder blendet die oder ich setze sie falsch ein. Ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe nichts. Nichts Gescheites jedenfalls. So. Vorne ginge das auch. Mit der Lupe dran halten, ob ich da was sehe. Ach ne, ich nehme die gleich mal runter. Jetzt fährt die erstmal eine Runde. Dann weiß ich gleich mehr. Mein lieber Mann. Wenn sie dann fährt. Also wenn die da drunter mal stehen bleibt, wo die jetzt reingefahren ist, dann hat man da so eine schlechte Karte. Jetzt warte ich erst mal, dass sie wieder rauskommt. So, jetzt will ich nochmal gleich eben die Lok abnehmen, hochhieven und mal sehen. So, ich habe jetzt mal mit Lupe nachgesehen und die Nummer habe ich fast wieder vergessen. 81004 konnte ich da entziffern. Allerdings nicht mehr an Seiten, das ist abgegriffen. Also die müsste schon uralt sein. Nur vorne konnte man die Nummer so ein bisschen erkennen. Und das interessierte mich jetzt einfach nur. Und dann kommt auch gleich die nächste Lokomotive an die Reihe. So, diese Lok fährt so nah am Bordstein. Ganz kurze Distanz zum Aufnehmen. Und die Nummer habe ich mir mal vorher angesehen. Und zwar ist das eine Seriennummer 216090-1 mit entsprechenden Hängern. Ein interessanter Anhänger bei, der hat oben so eine Glaskuppel auf dem Dach. Habe ich in Natur eigentlich noch nie gesehen, aber sowas scheint es zu geben oder hat es gegeben. Und ja, da konnte man sich die Gegend wunderbar ansehen. Panoramablick sozusagen.
Ja, da die Lok aus dieser Richtung kommt, lasse ich die Kamera mal in diesem Blickwinkel. Zum Fahren bringen. Zumindest der. Verschwindet dann im Tunnel. Ich muss auf den gleich mal da drauf kriege. Eher so. Damit war der Fluss. Hier bin ich mal so drauf gegangen. Hab das mal so eingestellt, dass ich auch direkt diese Seriennummer erkennen kann. Ich weiß ja auch nicht, ob es Seriennummer heißt. Die haben bestimmt eine ganz andere Bezeichnung. Aber jedenfalls kann ich hier lesen 18478 Modellnummer, weiß der Teufel, was das ist. Jedenfalls gut lesbar. Und da kommt dann immer der Punkt, wo ich sagen muss, eigentlich können da nur Fachleute was mit anfangen. Die werde ich gleich mal ein bisschen laufen lassen. So, wir müssen jetzt erstmal den richtigen Treffer erwischen. Ja, das ist das. Auch mal nicht der richtige, wer sagt das? Sollte Lotte spielen. Die Kamera mal eine Idee höher gestellt, um den Weg besser verfolgen zu können, ja. Man glaubt ja gar nicht, wie schwer das ist, das alles so 100% aufzunehmen. Ja, erwartet auch keiner. Oder ich jedenfalls nicht. Okay, dann kommt dann die nächste mal dran. Das ist, nehme ich an, ein Triebwagen, so heißen die jedenfalls. Die Seriennummer oder Kontrollnummer V4D06, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die werde ich jetzt auch mal ans Laufen bringen. Hoffe ich.
Irgendwie muss zu dir kommen, würde ich auch. So, einmal muss ich noch erwischen. Habe jetzt mal Licht angemacht und hier gesehen, das ist die 23014, wie die Fachleute so sagen. Und die lasse ich jetzt gleich auch mal laufen. Das heißt, wie die Fachleute, wie wir Fachleute so sagen. Auch ein schönes Modell. So, muss ich mal den richtigen Knopf erwischen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Licht anlassen soll oder wieder ausmachen. Irgendwie romantischer ohne dieses Neonlicht. Ich habe jetzt die Nummer gesehen. Also die Seriennummer gelesen. Hier sind ein paar Anhänger dran. Erstmal laufen. So, jetzt machen wir das Licht aus. Machen wir es dann trotzdem noch mal schön.